Ja, liebe HiFi-Fans, ich möchte heute mal ein Thema aufgreifen, welches meiner Meinung nach schon längst überfällig ist. Es haben möglicherweise auch andere schon besprochen, aber jeder hat da vielleicht so seine eigenen Vorstellungen dazu. Es geht um das Prädikat High-End. High-End, das ist nämlich ein Begriff, den im Prinzip jeder Hersteller für sich in Anspruch nehmen kann, sofern er ein Gerät vielleicht fertigt, welches etwas besser als Durchschnitt ist. Ja, es gibt da keine Norm, es gibt da kein Zertifikat, ne, woran man anhand dessen ausmachen kann, ist das Gerät überhaupt der Aussage High-End oder der Bezeichnung High-End überhaupt gerecht. Ne? Wenn man jetzt sagen wollte, okay, alles was schwer und was teuer ist, dann wäre hier der Jungston-Transistorverstärker ja durchaus High-End, klar. Ne? Der wiegt über 50 Kilo, der war mal richtig teuer, auch wenn er aus China kommt, aber auch da kriegst du High-End ja nicht gerade für kleines Geld. Ich sag mal, die haben natürlich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Geräte, aber ob der Preis jetzt unbedingt so ausschlaggebend ist, um den Verstärker als High-Endig einzustufen, ja, das werden wir sehen. Also ich habe für mich 8 Punkte herausgesucht, anhand dessen würde ich ein Gerät gerne bewerten. Und das sind Punkte, wie beispielsweise, ich gehe sie gleich mit euch durch. Da geht es natürlich um Klang, klar. Klang ist ganz, ganz wichtig, aber auch Support ist wichtig und die Verarbeitungsqualität etc. Ne? Die Bauteile, die Bauteilbeschaffenheit, die Schaltung, das sind ja alles Merkmale, die ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, so ein Gerät zu beurteilen. Ja, da möchte ich die 8 Punkte einfach mal aufzählen. Das erste ist natürlich der Klang, ganz klar. Sollte eigentlich das wichtigste Kriterium sein bei der Einordnung des Begriffs High-End. Dann haben wir als zweites die Verarbeitung, die Qualität des Gerätes spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Als drittes würde ich sagen, sind es die Komponenten. Damit sind gemeint die Bauteile, also sprich Kondensatoren, Transistoren, den Transformator und eben die ganzen elektronischen Bauteile. Ne? Als viertes haben wir das Schaltungskonzept. Da gibt es ja verschiedene Typen. Es gibt ja die Class-A-Verstärker, die AB-Verstärker oder auch die D-Verstärker, D-Vidora. Und da können wir gleich auch noch kurz drauf eingehen. Als fünften Punkt sehe ich die Leistungsreserven. So ein Verstärker muss natürlich durchaus in der Lage sein, auch mal gewaltige Dynamiksprünge ebenso ja, gut umzusetzen, wie es der Lautsprecher vielleicht auch sollte. Denn letztlich, wenn ich jetzt mal, wir hatten kürzlich ein Gewitter gehabt, und wenn es dann so extrem donnert und ich möchte sowas auch ganz gerne über die HiFi-Anlage wiedergeben, ja, dann sollte das auch schon ziemlich authentisch rüberkommen. Und ja, nicht klingen, als wenn das eine Konservendose wäre, ne? Im übertriebenen Sinne. Alles klar. Ja, der sechste Punkt wäre dann die Anpassungsmöglichkeit. So ein Verstärker, der muss natürlich auch etwas flexibel sein. Und als siebten Punkt sehe ich Design und Ergonomie. Damit ist gemeint, dass die Verstärker also optisch und ergonomisch so ausfallen, dass sie sich gut integrieren lassen, dass sie auch wohnzimmertauglich sind. Als achten Punkt, den betrachte ich auch wieder als einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist halt Service und Support. Gut, das sind die 8 Punkte, nach denen ich ein Gerät der Bezeichnung High-End zuordnen würde, sofern sie zutreffen oder eben nicht. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wenn jetzt der ein oder andere Punkt gar nicht zutrifft, dann das Gerät nicht High-Endig ist, sondern, naja, dass es dann halt vielleicht in der Kategorie High-End so eine Art Minuspunkt gibt. Also zu der Klangqualität, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, da könnte man sogar sagen, die zählt eigentlich sogar doppelt. Denn letztlich, was nützt mir eine gute Verarbeitungsqualität und gute Elektronik, wenn ja der Klang so ein bisschen auf der Strecke bleibt? Das Klangbild, das sollte also möglichst detailliert sein und unverfälscht. Es sollte ein natürliches Klangbild sein, so wie es aufgenommen worden ist, so soll es der Verstärker auch möglichst eins zu eins wiedergeben. Und wenn er das kann, dann ja, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung für die Einstufung ins High-End. Bei der Verarbeitungsqualität erzählt natürlich die Art der Materialien. Ja, ist es Aluminium, ist es dick, ist es gebürstet, ist es vielleicht einfach nur ein Kunststoffgehäuse, was vielleicht so ein bisschen abwertend wäre. Ja, das Gehäuse sollte also schon robust und ästhetisch ansprechend sein und vielleicht von einer exzellenten Handwerkskunst gezeugt sein. Ja, bei den Komponenten als Punkt 3, ja, da sind es ja halt die elektronischen Bauteile, die gemeint sind. Wir wissen ja, man kann ja simple Elektrolytkondensatoren nehmen, man kann sie aber auch ersetzen gegen hochwertigere Folienkondensatoren, die noch dazu ja,
alterungsbeständig sind und verschleißfrei sind, weil sie eben kein Elektrolyt beinhalten, welches austrocknen kann und dadurch zu extremen Abdriften in den Werten führen kann. Denn diese Bauteile, die sind ja oft oder meistens eigentlich versehen mit gewissen Toleranzwerten und die sollten natürlich schon möglichst eingehalten werden. Und wenn ich dann hochwertige, beispielsweise Folienkondensatoren einsetze, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Werte auch sehr beständig sind. Dann kann man aber auch sagen, dass die Bauteile möglichst selektiert sein sollen. Das heißt, wenn wir uns die einzelnen Bauteile vornehmen, die exakt den gleichen Wert haben und man diese ausmisst, dann haben sie auch nochmal ganz geringe Toleranzen. Und die Teile, die halt am besten zusammenpassen, das sind dann halt selektierte Teile und die sollte man innerhalb eines Gerätes verwenden, damit zum Beispiel der linke Kanal nicht möglicherweise etwas anders klingt als der andere Kanal. Denn wenn die Bauteile alle exakt aufeinander eingemessen sind, und die Toleranzen sehr, sehr gering sind, dann kann man davon ausgehen, dass ja die Werte, die exakt gleich sind, halt auch ein gleiches Klangbild wiedergeben. Ja, bei Schaltungskonzepte als Punkt 4, da ist gemeint, dass ein ausgeklügeltes Schaltungsdesign hiermit gemeint sein könnte, wie zum Beispiel Class A oder Class AB oder aber auch Class D. Bei Class A, da muss man nochmal differenzieren, da möchte ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Da kann man eine Unterteilung vornehmen zwischen Verstärkern mit Gegenkopplung und ohne Gegenkopplung. Dann die AB-Verstärker, die halt ja, in einem gewissen Bereich, ich sag mal so 3 bis 5 Watt vielleicht, im Class-A-Betrieb laufen und dann automatisch in den B-Betrieb übergehen, um etwas weniger Verlustleistung zu erzeugen, um mehr Leistung für den Lautsprecher zu bilden und letztlich effektiver zu arbeiten als ein Class-A-Verstärker, der vielleicht jetzt nur auf Klang ausgelegt ist und dadurch in der Leistung etwas gemindert ist. Dann gibt es natürlich auch die Klasse D-Verstärker, die weniger auf Leistung, nein, mehr auf Leistung getrimmt sind, aber dafür weniger auf ja, Klangqualität. Da geht man halt einen Kompromiss ein, indem man sagt, da ist mir einfach die Leistung etwas wichtiger als der Klang. Und dadurch fährt man in ein etwas anderes Schaltungskonzept. Es ja, ist nicht vergleichbar mit Klasse A, ne, wo halt die Verlustleistung sehr, sehr hoch ist, sondern diese Klasse D-Verstärker, die arbeiten halt sehr effizient. Die sind oftmals sehr leicht, da vom Schaltungskonzept her sie oftmals digital sind und ja, dementsprechend leicht sind. Diese Geräte, die sind halt, wie gesagt, voll auf Leistung ausgelegt. Die werden oftmals in Diskotheken eingesetzt oder auf Bühnen und sind natürlich aus meiner Sicht weniger für den Heimbereich geeignet. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Class-A-Verstärker, die sehr, sehr hochwertig sind, halt in ihrer Funktionsweise. Ob es letztlich für mich zu Hause das Richtige ist, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz haben auch diese Verstärker natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ja, der fünfte Punkt war, glaube ich, Leistungsreserven. Da ist es natürlich wichtig, dass ein Verstärker ja, genügend Leistung aufbringen kann, um möglicherweise Lautsprecher mit einem schlechten Wirkungsgrad auch noch vernünftig zu versorgen. Ich sagte ja vorhin mal Donner, zum Beispiel, wir hatten gestern ein Gewitter gehabt und da ist es ja so, dass so ein Donner natürlich eine extreme Dynamik bedeutet und so ein Verstärker oder auch so ein Lautsprecher muss natürlich in der Lage sein, diese Dynamik auch zu reproduzieren. Dafür ist natürlich eine gewisse Leistung eine Voraussetzung, klar, ne? Ich meine, ein Verstärker, der nur zweimal 3 oder vielleicht 5 Watt bringt, der wird diese Dynamik einfach nicht aufbringen können. Und er wird immer im 100%-Bereich laufen, wo er dann vielleicht auch schon so ein bisschen an zu verzerren fängt, möglicherweise, denn die Elektronik läuft ja ständig im 100%-Bereich, anstatt vielleicht bei kräftigen Verstärkern nur in 5 oder 10%-Bereich. Ja, dann haben wir als sechsten Punkt die Anpassungsmöglichkeiten. Damit ist jetzt weniger der vielleicht interne Equalizer gemeint. Damals gab es jedenfalls Verstärker, die hatten Equalizer eingebaut, um eine gewisse Höhenlastigkeit oder Tiefenanteile, die vielleicht dominant waren, auszugleichen oder vielleicht auch eine Raumakustik so ein bisschen auszugleichen. Aber Equalizer gehören meiner Meinung nach nicht ins High-End und das ist hiermit auch jetzt gar nicht gemeint, ne? Sondern hier geht es vielmehr darum, dass viele High-End-Verstärker zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, was den Klang und die Vorlieben des Nutzers anbelangt, anzupassen sind. Punkt 7, Design und Ergonomie. Also tolle Verstärker, High-End-Verstärker sind oftmals technisch und auch optisch ansprechend gestaltet. Dadurch lassen sie sich natürlich sehr gut in hochwertige HiFi-Anlagen und Wohnräume integrieren. Sie sehen gut aus, sind ansprechend und möglicherweise sogar ein Blickfang in diversen Wohnräumen. Und dann hat in der Regel ja auch weniger die Frau etwas dagegen.
Service und Support, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich jetzt auch eingehen möchte. Es geht ja darum, dass wenn ich ein teures Gerät gekauft habe, es kostet vielleicht mehrere tausend Euro, dann erwarte ich auch, dass der Hersteller auch nach vielen Jahren noch, auch sagen wir mal nach 10 Jahren noch, das Gerät ohne weiteres an den Hersteller zurückgegeben werden könnte im Falle einer Reparatur. Dass es da Serviceunterlagen zu gibt, dass aber auch wenn ich einfach nur das Gerät gekauft habe und Fragen habe, mich jederzeit an den Hersteller bzw. an den Service wenden kann. Dass ich also sozusagen als Kunde vollendes versorgt bin. Durch Information, durch Handhabung, durch Service des Herstellers bzw. des Zwischenhändlers meines Vertrauens. Wenn ich jetzt in China ein Gerät kaufe, ist es oftmals so, dass überhaupt keine Schaltungsunterlagen dabei sind. Und wenn ich viel, viel Glück habe, ist es vielleicht eine kleine Bedienungsanleitung, die ist dann oft in entweder Chinesisch oder in Englisch und dann auch sehr, sehr sparsam ausgestattet. Das heißt, es sind da meistens immer nur ein oder zwei Seiten und noch dazu sind sie dann übersetzt worden, oftmals vom Chinesischen ins Englische und so, dass man das kaum verstehen kann, denn die Übersetzung, die ist manchmal wirklich grauenhaft. Aber ich habe ja den Corsun-Verstärker und der kommt auch aus China. Das war ja ein recht teures Gerät eigentlich. Und da war es dann auch so, dass ich mal Serviceunterlagen angefragt habe. Ich wollte Schaltpläne haben zu dem Gerät. Und ich habe auch den Hersteller direkt kontaktiert, sogar in mehreren Sprachen. Aber da kam nie etwas zurück. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich sage, wenn ich ja, ein Gerät einstufen möchte in High-End, dann erwarte ich auch, dass der Hersteller bzw. der Service mich da wirklich unterstützt. In allen Punkten und das auch zu jeder Zeit. Gut, jetzt haben wir die 8 Punkte abgearbeitet. Das sind die Punkte, die ich als Merkmale für einen High-End-Verstärker bezeichne, die den Verstärker zu einer bevorzugten Wahl für Audiophile und Musikliebhaber machen, die halt höchste Ansprüche an Klang und Qualität stellen. Gut, ich sagte ja eingangs schon, dass wir hier bei den Klass-A-Verstärker nochmal eine Unterteilung vornehmen müssen. Denn die Unterteilung, die ist insofern, dass wir das A-Verstärker mit und ohne Gegenkopplung haben. Was letztlich das Bessere ist, das ist ja nicht so ohne weiteres zu beantworten. Denn letztlich ist es so, dass beides so seine Daseinsberechtigung hat und für den einen oder anderen das ein oder andere Gerät halt vielleicht die bessere Wahl ist. Ne? Also wenn man sich jetzt mal die Verstärker ohne Gegenkopplung vornimmt, dann muss man sagen, dass sie deutlich einfacher zu entwerfen und auch zu bauen sind. Sie sind also wesentlich einfacher gestrickt. Ne? Dazu kommt aber auch, dass sie etwas weniger verfälschen. Und ja, audiophile Musikliebhaber, die sagen, diese Verstärker, also insbesondere die ohne Gegenkopplung, die haben einen etwas reineren Klang. Ja, gut, das wäre der zweite Punkt. Dann kommen wir zu Punkt 3. Der Punkt 3 wäre, dass diese Verstärker ein etwas wärmeres Klangbild wiedergeben und auch von Musikliebhabern sehr geschätzt wird. Dieser warme oder etwas wärmere Klang, ne, gegenüber Verstärkern mit Gegenkupplung. Gut, aber wenn wir die Vorteile aufzählen, dann müssen wir natürlich auf die Nachteile auch mal eingehen, denn die gibt es hier natürlich auch. Ne. Dazu würde ich sagen, dass der erste Punkt der ist, dass die Verzerrung bei Verstärkern ohne Gegenkupplung höher ist. Der Frequenzgang, der ist etwas weniger linear und dadurch ist die Klangwiedergabe etwas ungleichmäßiger. Ja, dann gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt, der wäre, dass diese Verstärker etwas empfindlicher sind, was Schwankungen in den Bauteilen dann belangt. Schwankungen in den Bauteilen, aber auch Temperaturschwankungen beeinträchtigen diese Verstärker etwas. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem anderen Typ. Das ist ja der Klass-A-Verstärker mit der Gegenkopplung. Und hier würde ich als Punkt 1 benennen, dass diese Verstärker etwas weniger verzerren und dadurch ein etwas sauberes Klangbild wiedergeben. Dann haben sie auch die etwas stabilere Verstärkeigenschaft. Dadurch ist er dann halt weniger anfällig gegenüber Veränderungen in der Temperatur beispielsweise oder aber auch Schwankungen in den Bauteilen selbst. Als dritten Punkt würde ich erwähnen, dass diese Verstärker halt einen etwas erweiterten Frequenzgang aufweisen und dadurch etwas gleichmäßiger, also im Frequenzverlauf sind. Aber auch hier wären Nachteile zu erwähnen. Und deswegen sage ich hier, es ist nicht so einfach zu sagen, das eine ist ganz klar besser als das andere. So zu den Nachteilen. Also sie sind sehr komplex und dadurch sind sie in der Abstimmung her etwas schwieriger als die Verstärker ohne Gegenkopplung. Dann kann es auch zu Phasenproblemen kommen, insbesondere dann, wenn übermäßige Gegenkopplungen vorhanden sind.
was letztlich natürlich auch den Klang wieder ganz klar beeinträchtigt. Naja, und ich würde mal sagen, Norah Jones-Fans, die sind vielleicht mit einem Class-A-Verstärker ohne Gegenkopplung etwas besser bedient, denn letztlich hat der Verstärker mit Gegenkopplung den etwas weniger warmen Klangcharakter. Also hier kann man natürlich ganz klar sagen, dass die Wahl zwischen dem Class-A-Verstärker mit oder ohne Gegenkopplung mehr so dem persönlichen Empfinden entsprechen sollte. Ne, ich habe ja die Vor- und Nachteile gerade aufgezählt. Also dass für diejenigen, die einen möglichst stabilen Verstärker haben möchten mit geringen Verzerrungen, ist da möglicherweise der Verstärker mit Gegenkopplung die wohl bessere Wahl. Für diejenigen allerdings, die halt einen möglichst einfach gestrickten Verstärker haben möchten und dazu einen bestimmten klanglichen Charakter schätzen, ja, die können natürlich mit dem Verstärker ohne Gegenkopplung auch sehr, sehr glücklich werden. Ich möchte jetzt einfach mal mit euch dieses Gerät hier mal versuchen einzustufen. Das ist ja der EC-Verstärker. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal ein Video davon gemacht. Das war ein Unboxing-Video. Und ich werde jetzt mal nach diesen 8 Punkten verfahren und werde das Gerät so irgendwo einordnen. Na, also den Klang, den kenne ich bereits. Der ist für mich mehr als gut. Der ist wirklich als super zu bezeichnen, obwohl es ein EC-Verstärker ist. Aber EC-Verstärker sind jetzt nicht unbedingt im Nachteil. Im Gegenteil. Ich werde das mal in einem weiteren Video noch erfassen. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich weiß nur, das Gerät, das klingt super. Und das war ja der erste Punkt. Gut, also er klingt sehr, sehr luftig, er hat unwahrscheinlich viele Details, er ist auch entsprechend warm, so wie ich das ganz gerne möchte, und er klingt wirklich sehr, sehr offen. Ne? Man kann sehen, dass wir hier relativ wenig Bauteile verbaut haben, denn das liegt daran, dass der IC, der LM4780, der hier unten verbaut ist, sehr, sehr viele Schaltkreise in sich verbirgt. Und aber auch Transistoren, die sind auch in so einem IC verbaut. Das ist also nicht so, dass ein IC-Verstärker kein Transistorverstärker ist, sondern das ist alles nur viel, viel kompakter. Gut, also der Klang, der ist hervorragend. Und wenn wir den zweiten Punkt nehmen, das war, glaube ich, die Verarbeitungsqualität, ja, dann ist, glaube ich, an dem Gerät auch nicht viel auszusetzen. Denn es spricht auch einiges für Handverdrahtung. Da möchte ich auch in einem Video irgendwann mal drauf eingehen. Denn auch solche handverdrahteten Verstärker, die haben gegenüber PCB, also sprich Platinen, schon auch gewisse Vorteile. Ja, das dritte, das waren ja die Komponenten. Was ist hier verbaut? Wir haben hier also, wie wir sehen können, Beamer vor den Kondensatoren. Die sind alterungsbeständig und verschleißen auch nicht. Die sind sehr hochwertig. Beamer ist, glaube ich, ein Begriff. Dann haben wir hier die Nichicon Elcos. Mit einer Kapazität von, was waren das? Ich sagte das ja mal, das waren 15.000 Mikrofarad pro Kanal. Ja, das ist für einen Verstärker in dieser Leistungsklasse durchaus, ja, ausreichend. Möglicherweise schon so ein kleines Stück weit überdimensioniert. Dann haben wir hier einen Ringkerntrafo verbaut. Der ist hier gekapselt. Der hat, soweit ich weiß, eine Leistung von 150 Watt. Reicht aber vollkommen aus, denn das Gerät, das macht ja 2x60. Zusammengefasst sind es 120. Also das Netzteil läuft noch nicht im Grenzbereich. Ne? Ringkerntrafos spricht nichts gegen, ist was Hochwertiges, streuen ein bisschen mehr als Schnittbandkerntrafos, aber sie sind mir sehr recht. Gut, was haben wir noch? Ja, wir haben hier ein Relais, das ist die Lautsprecherschutzschaltung. Sollte natürlich sein, es gibt natürlich billige Verstärker, die haben so etwas nicht. Ein Ausschalter, na gut, ist nichts Besonderes. Und ja, das Lautstärke-Poti ist auch nichts Besonderes. Ich würde mal sagen, in puncto ja, Komponenten haben wir vielleicht jetzt nicht die volle Punktzahl aufgrund dessen, dass wir hier wirklich so ein vielleicht etwas minderwertigeres Poti haben. Es gibt ja die von Alps, die sind natürlich hochwertiger. Es wird sich im Laufe der Jahre zeigen, wie hochwertig das ist. Ich bin auch wirklich am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar abklemme und den Verstärker als reine unregelbare Endstufe verwende. Denn ich glaube, wenn ich auf dieses Lautstärke-Poti hier verzichten sollte, dann habe ich nochmal einen kleinen Zugewinn an Klang. Ja, in puncto Schaltungskonzept muss man sagen, ist das Gerät nicht schlecht. Hebt sich jetzt aber auch nicht deutlich, deutlich hervor. Ist aber durchaus positiv. Leistungsreserven waren das, ne? Das war der Punkt, ich meine, 5 wäre es gewesen. Gut, mit 2x60 Watt. Ja, wir können kleine Regallautsprecher damit betreiben. Wir können auch gute große Standlautsprecher betreiben, die einen recht akzeptablen Wirkungsgrad haben. Ich habe ja hier diese Klipslautsprecher, die haben einen Wirkungsgrad von 102 Dezibel pro Watt und Meter. Das ist natürlich schon ja, eine Hausnummer. Ne? Also der hätte dieser Verstärker überhaupt keine Probleme mit. Ich würde mal sagen, er verfügt über ausreichend Leistung.
Und man kann vielleicht sogar sagen, dass er ein Stück weit schon etwas Reserve auch hat. Insbesondere dann, wenn es wirklich um Lautsprecher geht, die einen recht guten Wirkungsgrad haben, wie meine Klipsch. In puncto Anpassungsmöglichkeiten, das war ja der Punkt 6, ja, da haben wir hier nicht allzu viele Möglichkeiten, ne? Wir haben hier lediglich noch eine regelbare Endstufe. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Das ist schon mal ganz gut, wenn man auf eine Vorstufe verzichten möchte. Dann ist das durchaus akzeptabel und wünschenswert, wenn die Endstufe regelbar ist. Aber ansonsten haben wir auch nicht allzu viele Möglichkeiten. Es gibt ja den Verstärker auch nochmal mit Bluetooth. Da habe ich wirklich darauf verzichtet, weil ich das einfach für mich gar nicht brauche. Na, insofern ist der Verstärker ganz minimalistisch ausgestattet und hat in dem Punkt 6, also was die Anpassungsfähigkeit anbelangt, ja, kein Plus, kein Minus, ich würde mal sagen eine Null. Design und Ergonomie. Ja, also der Verstärker verfügt ja über ein recht schickes Design, würde ich mal so sagen. Insbesondere schon allein aus dem Grund, weil ja hier auch optional eine Plexiglasabdeckung drauf war. Hier. Ich nehme sie mal wieder runter, weil das spiegelt doch so ein bisschen jetzt mit dem Licht. Und von daher würde ich sagen, in puncto Design würde sich das Gerät ganz gut in einer HiFi-Kette im Wohnzimmer auch integrieren. Ja, das letzte war, glaube ich, Service und Support. Ja, da haben wir natürlich jetzt die Arschkarte, was das anbelangt. Natürlich könnte ich jetzt das Gerät zurückschicken. Ich habe es bei AliExpress gekauft in China direkt. Klar würden die sich da noch was von annehmen, wenn ich jetzt innerhalb der nächsten Tage Probleme kriege. Aber was ist in ein, zwei Jahren? Ich glaube, dann wollen sie dich nicht mehr kennen. Und in dem Punkt, würde ich sagen, gibt es hier ein Minus. Wir haben auch keine Schaltungsunterlagen bekommen. Es war bei dem Gerät auch kein, soweit ich jetzt weiß, kein Netzteil dabei. Da wurde aber auch gleich von vornherein darauf hingewiesen. Gut, das Netzteil hat jetzt natürlich nicht allzu viel mit Service und Support zu tun, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir hier keine Schaltungsunterlagen haben, es gibt kein Benutzerhandbuch und es gibt auch keine weiteren Informationen über die Beschaffenheit des Gerätes. Und man weiß nicht, wie weit läuft er im Class-A-Betrieb, läuft er überhaupt im Class-A-Betrieb und solche Sachen, ne? Wenn diese Fragen aufkommen, dann ist man ziemlich auf sich alleine gestellt. Ich sage mal in dem Punkt ganz klar ein Minus, ne? Also der Klang war ja gut, den könnte man vielleicht sogar doppelt bewerten, denn der Klang ist ja letztlich das A und O. Also hier hat er wirklich sehr gut abgeschnitten für mich. Ich kenne das Gerät, ich habe das schon einige Stunden gehört und er wird auch zunehmend immer noch besser. Das mag aber auch daran liegen, dass meine kleinen Lautsprecher auch noch recht neu sind und auch noch einspielen müssen. Und da kann ich wirklich sagen, der Verstärker wird, oder zumindest aber auch die Lautsprecher, also das Klangergebnis als solches wird immer besser, von Stunde zu Stunde. Und dabei hat mir das Gerät von Anfang an schon richtig super gefallen. Ja. Zu erwähnen wäre aber auch, dass der Verstärker keine lange Warmspielzeit benötigt. Das heißt, einschalten und schon nach einer Viertelstunde circa, der entfaltet ja schon sein volles Potenzial. Also im Klang und in der Verarbeitung und von den Komponenten her würde ich sagen, jetzt mal abgesehen von dem Lautstärke-Poti, klar, es gibt natürlich auch noch Nishikon, Feingold, die noch besser sind, aber das sind schon recht gute hier. Insofern kann man wirklich sagen, in den drei Punkten, also sprich Klangqualität, Verarbeitung und ja, Komponentenauswahl. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bauteile selektiert sind. Ich nehme es mal an, dass es nicht sind. In der Preisklasse ist das eigentlich ziemlich unüblich. Aber wenn sie es jetzt wären, würde mich das jetzt auch nicht großartig verwundern. Also in den drei Punkten kriegt das Gerät ganz klar schon mal ein Plus. Ja, in puncto Schaltungskonzept und Leistungsreserven, da würde ich jetzt vielleicht ein Null geben anstatt ein Minus. In puncto Anpassungsmöglichkeiten, vielleicht, ja, eine Null, ne? Weil wir haben jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten, aber immerhin aber hier eine regelbare Endstufe. Das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben ja also schon mal die Möglichkeit, zumindest auf eine Vorstufe zu verzichten, ne? Ja, in puncto Design und Ergonomie. Da würde ich das Gerät schon noch mit einem Plus bewerten, eben weil es so schick aussieht, weil es eine Plexiglasabdeckung hat. Ja, und im Service, da haben wir ganz klar ein Minus, ein Doppelminus, weil da geht nämlich gar nichts, fast nichts. Insofern müssen wir jetzt mal zusammenrechnen. Ja, da kommen wir circa auf 70% dessen, was ich jetzt als High-End bezeichnen würde. Also ein super High-End-Gerät ist es jetzt nicht. Da ist ja, ein paar Punkte gibt, die vielleicht ein bisschen zu kritisieren sind. Na, angefangen vom Support bis hin zu ja, Anpassungsmöglichkeiten, Leistungsreserven. Gut, 60 Watt ist nicht so wenig, aber immerhin, ne, wir haben keine 150 Watt. Ne? Von daher sind wir da so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Aber mit 70% High-Endigkeit kann ich sehr gut leben bei dem Gerät. Und ich würde sagen, da wir hier schon deutlich über 50% liegen, kann ich dieses Gerät durchaus als High-Endig bezeichnen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Das war immer ein ganz interessantes Thema. Wurde doch Zeit, dass wir das einfach mal aufgreifen. Denn letztlich ist es ja so, dass immer wieder von High-End gesprochen wird und
Ja, selbst die billigsten Geräte schon als High-End abgespeist werden, insbesondere dann, wenn sie aus China kommen. Das ist schon so ein bisschen verwirrend für den einen. Der andere, der glaubt nicht mal, dass selbst die teuersten China-Geräte High-End sein können. Also so unterschiedlich sind da die Vorurteile, sage ich einfach mal. Und vielleicht haben wir jetzt mit diesem Video so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und können etwas dazu sagen, wie wir unsere Geräte zukünftig vielleicht beurteilen können. Na, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert bitte den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Und das Abo ist kostenlos, ihr braucht nur auf die Glocke klicken. Und für einen Daumen hoch würde mich natürlich auch sehr freuen. Okay, das war's, dann bis zum nächsten Mal.